Es gibt zahlreiche Menschen, die haben um des Namens Jesu willen und um des Reiches Gottes willen Dinge hinter sich gelassen. Die haben ihren Preis bezahlt. Die haben beispielsweise ihren Beruf dran gegeben, um im Reich Gottes zu arbeiten. Die haben ihr Haus verkauft, um aufs Missionsfeld gehen zu können und so weiter. Die haben ihr gewohntes Umfeld mit lieben Menschen verlassen, um irgendwo den Namen Jesus bekannt zu machen. Und nicht wenige von diesen Menschen empfinden, dass da ein Verlust ist, weil das, was sie da bezahlt haben, was sie hinter sich gelassen haben, ihre Sicherheiten, ihre Freunde, eben auch ihre berufliche Existenz, das ist etwas, was irgendwie so ein, da ist eine gewisse Trauer, dass sie so viel hinter sich lassen mussten. Aber ich möchte dir eine Verheißung aus der Bibel weitergeben, die Jesus seinen Jüngern gibt. Er sagt, wenn ihr etwas hinter euch gelassen habt, und zwar Sicherheiten im Beruflichen oder euer Lebensumfeld, auch Verwandte, Freunde und so weiter, ihr werdet es wiedererstattet bekommen. Mir geht es jetzt insbesondere um das, was Jesus hier mit Häuser und Äcker beschreibt. Häuser, das ist das Lebensumfeld, wirklich deine Sicherheit, wo du wohnst, ja, was dein Leben ausmacht. Und Äcker ist das, wo du arbeitest und wo du den Lebensertrag herausholst. Beruf, das Arbeitsumfeld. Wenn du in diesen beiden Bereichen Dinge hinter dir gelassen hast, um des Reiches Gottes willen, dann gibt es eine geniale Verheißung. Jesus sagt, wahrlich ich sage euch, da ist niemand, und niemand heißt niemand, auch du nicht. Da ist niemand, der Haus oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Verheißung sagt, wenn du für das Reich Gottes etwas hinter dir gelassen hast, dass du in dieser Lebenszeit hundertfach sehen wirst, dass das wieder hervorkommt. Das kann durchaus geistlich sein, ein geistlicher Segen, ein geistlicher Ertrag, aber hundertfach von dem, was du hinter dir gelassen hast. Es ist unsinnig zu trauern über das, was du hinter dir gelassen hast. Gott hat gesagt, das ist wie ein Same, den du eingesät hast. Er wird hundertfache Frucht bringen. Und wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, dann kannst du dieses Wort nehmen und genau dafür beten, dass du sagst, Gott, du hast mir hundertfach eine Erstattung versprochen. Das steht mir zu, das ist dein Wort, das ist wie ein Vertrag und ich beanspruche es. Ein Beispiel, wenn ein Mensch beispielsweise im Beruf Menschen unter sich hat, einfach Vorgesetzter ist und Menschen ihm anvertraut sind, ja, und er verlässt diesen Beruf um des Reiches Gottes willen, dann kann dieser Mann beten und sagen, ich habe so und so viele Menschen, die mir unterstellt waren, hinter mir gelassen. Gott, ich bitte um 100-mal so viele Menschen, die du mir als geistliche Frucht gibst. Das ist ein korrektes Gebet gemäß diesem Wort. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du überlegst, wo hast du um des Reiches Gottes willen Dinge hinter dir gelassen und dass du sagst, ich werde geistlich hundertfachen Erfolg, hundertfachen Ertrag einfach erwarten. Ich werde dafür beten. Ich nehme dieses Wort ernst. Auch in anderen Evangelien wird das erwähnt. Da heißt es beispielsweise, und ein jeder, der Häuser oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Wenn es dich etwas gekostet hat, für das Reich Gottes und im Namen Jesus tätig zu sein, dann nimm dieses Wort und bete darüber. Ich bin gewiss, der Herr wird in deinem Leben diese hundertfachen Ertrag, diese hundertfache Frucht hervorbringen, wie er es hier verheißen hat. Ich bin gewiss, Gott hat mehr für dich.